Ich brauche einen neuen Anzug. Ich muss nur zu Macy's gehen, mir einen aussuchen und ihn auf Rechnung kaufen. Wenn die Rechnung kommt, schmeiße ich sie einfach weg. Abgesehen vom ethischen Aspekt sieht man sofort, dass ich so etwas nur einmal machen kann. Das nächste Mal werden sie mir bei Macy's keinen Anzug geben, weil sie wissen, dass ich ein Dieb bin. Die Idee liegt nahe, dann einfach zu Penny's zu gehen und mir dort einen neuen Anzug zu holen. Aber was ist das? Sie geben mir dort auch keinen Anzug. Macy's hat ihnen seltsamerweise gesagt, dass ich ein Dieb bin. Viele denken, dass freie Märkte zwangsläufig zum Recht des Stärkeren führen und alle schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Der Philosoph Thomas Hobbes hat geglaubt, dass die ganze Welt nur so funktioniert. Macy's und Penny's sind Konkurrenten und man könnte meinen, dass Macy's insgeheim hofft, dass ich Penny's als nächstes bestehle, das wäre ausgleichende Gerechtigkeit. Aber so läuft es nicht. Stattdessen informieren sie sich gegenseitig über Diebe. Sie wissen, dass es langfristig besser ist, sich gegenseitig vor Dieben zu warnen, anstatt den kurzfristigen Vorteil für sich zu nutzen. Sie könnten sonst nicht von einem Netzwerk profitieren, in dem vor Dieben gewarnt wird. Die Unterstützung des Konkurrenten ist also nicht gegen das eigene Interesse gerichtet. Obwohl sie im Wettbewerb stehen, haben sie einen starken Anreiz zur Kooperation. Mindestens ebenso interessant ist die Tatsache, dass die Händler eigenständig auf dieses System gekommen sind. Es stammt nicht von einem erleuchteten Herrscher, der den Stein der Weisen gefunden hat. Vielmehr ist es auf natürliche Weise entstanden, als die Händler selbstständig versuchten, ihre Angelegenheiten zu regeln. Lange vor der Zeit der Kaufhäuser haben Händler herausgefunden, dass Kooperation unter Wettbewerbern notwendig ist. Viele Mechanismen auf dieser Welt funktionieren durch Vertrauen und Reputation. Nicht nur unter Händlern, sondern auch in meiner und in deiner Welt. Als ich dir erzählt habe, wie ich umsonst an einen neuen Anzug kommen kann, hättest du mir vielleicht widersprochen und auf die Angst vor einer Gefängnisstrafe hingewiesen. Aber auch wenn man das mal beiseite lässt, habe ich gute Gründe, meine Rechnungen zu bezahlen. Ebenso wie die Händler bin auch ich abhängig von einem System aus Vertrauen und Reputation. Ich habe einen Job, ein Haus, ein Auto, ich kann Flugtickets kaufen, ich kann ins Restaurant gehen und so weiter. Gewissermaßen sind wir alle Händler. Wir handeln alle untereinander. Wir sind nicht nur dazu in der Lage zu kooperieren, wir tun es sogar tatsächlich sehr häufig. Die Gesellschaft ist voll von solchen natürlichen oder spontanen Ordnungen. Die Sprache, die Mode, Internet-Memes, Marktpreise, das angloamerikanische Common Law und das internationale Handelsrecht sind so entstanden. Sie sind das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit an Regeln des Zusammenlebens, die für alle Seiten am besten sind. Wenn also das nächste Mal behauptet wird, dass Probleme nur durch Zwang und Gewalt zu lösen sind, ist das kritisch zu hinterfragen. Friedliche und freiwillige Mechanismen, die die Kooperation ermöglichen und fördern, umgeben uns überall.